Kurse machen Stimmung, Kursanstiege sorgen für Euphorie, Kursabverkäufe sorgen für Pessimismus und es ist dann meistens das Gleiche, wenn der Pessimismus riesig ist, dann kommt eine Rallye, so gesehen Ende Oktober, als wir dann jetzt diese massive Rallye im November gesehen haben und jetzt ist das Gegenteil der Fall. Wir sehen so wenig bärische Einstellungen, so wenig bärisch gestimmte Investoren wie seit dem Jahr 2015 nicht mehr. Das bedeutet, ist natürlich eine super Gelegenheit jetzt zu kaufen, wo die Bären tot sind, nachdem diese wahnsinnige Rallye stattgefunden hat, die den 15. besten Monat in den letzten 50 Jahren markieren dürfte. Wir sind über 9% im Plus. November 2020 war da noch besser. Das war einer der allerbesten Monate. Also es ging massiv nach oben. Warum ging es nach oben? Weil man sich sagt, naja, Basisszenario ist doch, hey, Soft Landing, aber die Fed wird trotzdem die Zinsen senken, weil die Inflation zurückgeht, alles wird gut. Beste aller Möglichkeiten, Goldilocks-Szenario, gute Wirtschaft bei sinkenden Zinsen, das ist das Optimalszenario, das man sich derzeit an die Wand malt. Und hier sehen wir mal diese Stimmung, nur noch 19,6 Bären in der AAAI. Umfrage, so heißt es, also da, wo amerikanische Privatinvestoren befragt werden, 48,8% bullish. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, AAII bietet die Möglichkeit, sich die Daten aus den vergangenen Jahrzehnten anzuschauen. Ich glaube, das geht bis in die 87er Jahre oder 1987 begann es. Und das letzte Mal, dass wir weniger Bären hatten als aktuell, das war am 19.02.2015 mit 17,88% Bären. Wir hatten dann mal einen vergleichbaren, aber leicht höheren Wert im März 2021, aber seitdem, im Grunde seit 2015, sind die Bären so wenige jetzt wie aktuell. Gleichzeitig sehen wir hier Put-Call-Ratio sehr, sehr niedrig, wenig Absicherung, alle bullish, beste aller Welten. Und wir sehen, dass vor allem die Bondmärkte, die Anleihemärkte davon profitieren konnten. Das war der beste Monat seit den 1980er Jahren. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass jetzt so extrem viel Geld in Junkbond-ETFs geflossen ist in diesem November. Also in ETFs, die Junkbonds abbilden, also Ramschanleihen, die gefährdet sind normalerweise oder die dahinterstehenden Firmen meistens nicht sehr gut bonitär unterwegs sind. Also wir sehen hier massive Zuflüsse, weil man sich eben sagt, Soft Landing ist doch alles gut. Aber das widerspricht so ein bisschen den Fakten, wie wir hier sehen, NACM Credit Managers, Bankruptcy Filing by Sector und wir sehen, das geht hier deutlich nach oben. Highest level of combined bankruptcies, combined im Sinne von Manufacturing und Dienstleistung seit der Covid und der Finanzkrise. Da spricht man von breiter Schwäche, die hier der Fall ist, aber es wird Geld in das Narrativ gepackt, sozusagen. Soft Landing, wir haben jetzt auch Zahlen zu den unrealisierten Verlusten der US-Banken bekommen und siehe da, wir sind 22,5%, was die Verluste betrifft, noch gestiegen. Die Fed hat ja diese Bankkrise im März, April diesen Jahres dadurch in den Griff gekriegt, indem sie gesagt hat, naja, liebe Banken, ihr habt Anleihen in eurem Portfolio, die tief unter Wasser sind, damals gekauft, als die Zinsen bei Null waren, die Kurse riesenhoch, die Renditen auf Null. Jetzt sind die Kurse massiv gefallen, also sind die Anleihen im Wert gefallen, aber die Fed hat gesagt, ihr könnt die zu 100% Nennwert bei uns hinterlegen. Also man hat praktisch die faktischen Verluste weggezaubert, könnte man sagen, denn die Banken konnten dann Anleihen bei der Fed hinterlegen, dafür Geld bekommen, Staatsanleihen hinterlegen, dafür Cash bekommen von der Fed. Hier sehen wir jetzt, dass dieser Anstieg im dritten Quartal vor allem durch die Mortgage-Backed Securities, also durch die hypothekenbesicherten Anleihen entstanden ist, weil eben im dritten Quartal die Mortgage Rates, also die Hypothekenzinsen, deutlich gestiegen sind. Apropos Zinsen, es ist jetzt fast eine 50-50% Chance eingepreist in den Fed Fund Futures, dass die Fed schon im März die Zinsen senken wird. Für den 1.5.2024 liegt die Wahrscheinlichkeit bei 48,8%, dass
die Fed die Zinsen einmal gesenkt haben wird und immerhin bei 27,8%, dass die Fed zweimal die Zinsen gesenkt haben wird. Das ist das Basisszenario schon für den 12.06.2024, 43% Wahrscheinlichkeit, dass die Fed schon zweimal da die Zinsen gesenkt haben wird. Das ist ein bisschen sehr, sehr viel. Wenn das passiert, dass die Fed wirklich zweimal die Zinsen senkt, dann müsste in der Wirtschaft etwas passiert sein, sonst wird sie das nicht machen. Was ist an den Märkten passiert? Wir sehen hier jetzt gestern die großen Tech-Werte nicht die Treiber. Bis auf ein leichtes Plus bei Nvidia, eigentlich alle großen Techs im Minus. Wir sehen den S&P 500 hier wenig verändert eigentlich in den letzten Tagen. Das stagniert jetzt ein Stück weit, was wir hier sehen. Wir haben gestern dann dieses Reversal gesehen, erstmal nach oben, dann dieser Move nach unten. Wir sehen unten mal hier links unten Growth to Value. Das ist sogar leicht rückläufig, während der S&P 500 weiter steigt. Normalerweise kein so gutes Signal. Tech oder Growth ist meistens eben ein Antizipator, wenn Growth zu Value steigt, aber die Kurse fallen, ist das eine positive Divergenz. Jetzt sehen wir, Growth fällt zu Value, während die Kurse eben gestiegen sind. Wir sehen den VIX hier mit dem Versuch eines Ausbruchs. Das wird interessant, ob das gelingen wird. Aber auf jeden Fall, die Stimmung ist bullisch, könnte man sagen. Es gibt nur Morgan Stanley, die sagen, Pi mal Daumen wird der S&P 500 nächstes Jahr da sein, wo er aktuell ist. Ansonsten sind alle drüber. Am bullischsten die Deutsche Bank mit 5.100 Punkten. Und das ist man, weil, oder bullisch ist man, weil eben die Financial Conditions sich so stark gelockert haben. Gestern hat sich Mester von der Fed geäußert und hat gesagt, ja, ein breit angelegtes Tightening, also der Financial Conditions, würde helfen, die Nachfrage zu dämpfen. Also die Financial Conditions aber sind immer laxer geworden, jetzt durch den Fall der Renditen und den Anstieg der Aktienmärkte. Und die Fed will natürlich jetzt noch nicht über Rate Cuts sprechen, wie die Financial Times hier berichtet, weil man dann eben wieder die Nachfrage anheizen würde, wenn es heißen würde, oh, wir senken bald die Zinsen. Das wieder würde den Inflationsdruck erhöhen. Heute ja nicht nur Daten aus der Eurozone, 11 Uhr zur Inflation, nachdem gestern die deutschen Inflationsdaten ja niedriger gewesen sind, sondern auch PCE-Verbraucherpreise aus den USA aus dem Oktober. Ist natürlich schon ziemlich kalter Kaffee. Wir hatten ja gesehen, die Oktoberdaten waren einen Ticken niedriger als erwartet. Dann begann diese oder setzte sich diese massive Rallye fort. Unten sehen wir mal hier die Erwartung, respektive was passiert ist. Die Erwartung für heute zum Vorjahresmonat 3,5%. PCE, Personal Consumption Expenditure. Darauf achtet die Fed sehr stark. Unterschied zur Headline CPI ist, dass man versucht, Trends des Konsumentenverhaltens mit einzubinden. Wenn die Leute also eine bestimmte Sorte von Fleisch oder Fisch mehr essen, dann versucht man das stärker zu gewichten. Das ist praktisch eine dynamischere Erfassung des Inflationsverhaltens. Wir sehen jetzt das achte Mal also die Wette, die Fed wird die Zinsen senken. Bisher ist das nicht passiert. Wir haben eine traurige Nachricht, Henry Kissinger, der Vierte, aus Fürth bei Nürnberg, der ist verstorben im Alter von 100 Jahren. Erste Charlie Munger mit 99, jetzt Henry Kissinger. Also das scheint ein gefährliches Alter zu sein in Sachen Mortalität, könnte man hier vermuten. Also wenn Sie jetzt 98 sind, sollten Sie mal sich Gedanken machen, meine Damen und Herren. Gedanken macht sich auch der Elon über die Schlechtigkeit der Welt. Der hat Go Fuck Yourself gesagt, und zwar live und im Fernsehen bei einer Übertragung, als er gefragt wurde, naja, wie ist es denn mit diesen Antisemitismus-Vorwürfen und dem Boykott dann von Werbetreibenden auf X oder respektive Twitter. Und dann hat er auch gesagt, die können mich mal sozusagen. Und ein wirklich kluger Satz, wie ich finde, was mich wirklich kümmert, ist die Realität des Gutseins und nicht die Wahrnehmung dessen, was gut ist. Und was ich überall sehe, ist, dass Leute vorgeben, Gutes zu wollen, aber faktisch Negatives tun. Das ist eine interessante Aussage. Heute ja die Vorstellung des wundersamen Cybertrucks, der wahrscheinlich Tesla in den Himmel schießen wird, weil alle unbedingt diesen Cybertruck haben wollen. Wir sehen hier schon im Elektronik- oder im Elektrofahrzeugbereich, wir haben jetzt 3.900 Autoniederlassungen in den USA einen Brief an Biden geschrieben und gesagt, hey,
Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen kollabiert geradezu. Die sind teilweise gezwungen, eine bestimmte Quote von Elektrofahrzeugen vorzuhalten. Und die sagen, das macht für uns keinen Sinn. Wir sehen, dass die unverkauften Elektrofahrzeuge sich nicht, also dass der Bestand an unverkauften Elektrofahrzeugen immer weiter steigt, trotz Preisnachlässen, Incentives durch die Autohersteller, also irgendwelche Bonusleistungen und auch Generous Government Incentive, also staatlicher Unterstützung. Und das zeigt so ein bisschen, wie die Dinge jetzt aktuell gelagert sind. Wir haben aus China jetzt Daten, wieder schwache Daten, Einkaufsmanager-Index, Dienstleistungen jetzt nur noch ganz, ganz knapp über 50, nach wie vor Produktion bei 49,4 schrumpfend. Wir sehen, wie also die Dinge hier sich eher stagnierend entwickeln in China. Xi Jinping war jetzt in Shanghai und hat da mal Tech-Firmen besucht. Dem geht jetzt so ein bisschen die Muffe. Wir sehen auch chinesische Aktien. Die haben überhaupt nicht das mitgemacht, was eigentlich sonst die Aktienmärkte weltweit fast mitgemacht haben. Es geht Geld raus aus China. Immer weniger Ausländer gehen nach China. Das ist eines der Probleme Chinas. CICC, das ist die größte Investmentbank Chinas, hat jetzt alle bärischen Analysen verboten. Das ist auch entsprechend, was da passiert. Jetzt beginnt ja in Sachen Klima heute diese Weltklimakonferenz, gerade über China gesprochen. China baut mehr Kohle zu, als wir jemals an CO2 sparen könnten. Deswegen wäre der sinnvollste Ansatz, bei China anzusetzen, vielleicht mal nach Peking zu reisen und zu sagen, wir sind aber gegen eure Klimapolitik, gell? Ihr baut zwar auch Erneuerbare aus, aber was hilft es, wenn sie so massiv eben den CO2-Ausstoß erhöhen werden? China muss sich ja nicht an das Pariser Klimaabkommen halten, weil ein Entwicklungsland, gell? Und dementsprechend wird sich da auch nichts ändern. Auch wenn wir CO2-frei neutral geheilt werden, dann wird das Weltklima nicht wirklich kümmern. Aber wir sehen eben diesen Alarmismus, der vielen Leuten auf die Nerven geht, dieses apokalyptische Übertreiben. Ja, es ist ein Problem, richtig. Dagegen muss man was tun. Wie kann man ansetzen, dass ist doch die Frage, und wir müssen bei denen ansetzen, die am meisten verbrauchen und nicht uns sozusagen unbedingt auf Null schießen, auf Teufel komm raus, unsere Industrie verlieren, die dann woanders hingeht, wo sie CO2 intensiver produziert. Was ist damit gewonnen? Nicht. Hier sind die Arbeitsplätze weg, dem Klima hilft es null. Und wir sehen halt so Alarmismus wie von Mujib Latif hier, Hamburger Max Planck und dem Institut für Meteorologie. Klirrende kalte Winter gehören der Vergangenheit an, kaum mehr Schnee, nie wieder Schnee, das ist dann natürlich eine plakative Headline, aber wir wissen, dass es jetzt sehr, sehr viel Niederschlag im November gibt oder gegeben hat. Es gab ja im Sommer wieder die Schlagzeilen, Gardasee so wenig Wasser wie seit Jahren nicht mehr. Jetzt führt der Gardasee so viel Wasser wie seit vielen Jahren nicht mehr, weil eben die Niederschläge so extrem waren. Und diese Berichterstattung gerade von Meteorologen, die sehr einseitig ist, die sehr alarmistisch ist, weil man die Bevölkerung offenkundig erziehen will, die greift so ein bisschen ins Leere. Jetzt werden ja Hunderte von deutschen Politikern, Wirtschaftsministerium, Scholz mit Stab werden zu dieser Weltklimakonferenz fliegen. Vielleicht könnten die ja mal zu Fuß gehen, gell? Ja, es wird ein Klimaschonend, aber na, man fliegt heute dann, gell? Man setzt sich ein. Aber ansonsten ist alles wie bisher. Gestern habe ich Schelte bekommen, als ich gesagt habe, das könnte diese Benko-Pleite, Signa-Pleite von Benko, könnte ein Lehman-Moment für den Immobilienmarkt in Deutschland sein. Warum ist das so? Schlichtweg, weil Benko jetzt nicht mehr zahlen wird. Viele Dienstleister, viele Bauträger, Projektentwickler, aber sind ohnehin durch die Lage am Immobilienmarkt schon in einer schwachen Position. Jetzt kommt kein Geld mehr von Benko, wichtigster Auftraggeber oft. Dann gehen die in die Knie. Geht der eine in die Knie, geht der andere in die Knie, weil er von dem auch kein Geld mehr bekommt. Das ist dieser Ketteneffekt, den wir gesehen haben. Ja, es ist die Summe nicht so riesig groß, die Benko hier an Ausständen hat, aber die Kettenwirkung sozusagen in einem total gestressten Markt, gerade im Bereich Gewerbeimmobilien, die dürfte gewaltig sein. Das zumindest meine Quellen aus diesem Bereich. Viele sagen, ja, das ist doch so eine geringe Summe, aber es geht um die Kettenwirkung, die da jetzt entsteht im Immobilienbereich. Ich habe eine Empfehlung noch, DAX bullenstark, nur noch ein Katzensprung zum Allzeithoch, zum Rekordhoch. Wird er das schaffen? Angesichts der Euphorie, gestern ja der DAX mit einem Sprung, den wir gesehen haben. Und zweite Empfehlung, meine Damen und Herren,
Es geht wieder los am 6. Dezember, ein Webinar mit André Stacke. Da wollen wir mal über die Perspektiven für 2024 sprechen, also für nächstes Jahr. Und warum der gute André für 2024 überhaupt nicht optimistisch ist, warum, wieso, weshalb, erfahren Sie da. Eigentlich sollte das Webinar, glaube ich, am 14. Dezember stattfinden, mussten wir aus terminischen Gründen vorverlegen. 6. Dezember, 19 Uhr, anmelden. Den Link habe ich unter dem Video. Unbedingt dabei sein. Die, die sich angemeldet hatten, die, glaube ich, können sich dann so oder so einloggen. Aber die, die es noch nicht gemacht haben, unbedingt machen, dass die Empfehlungen, also DAX und vor allem das Webinar 6. Dezember, 19 Uhr. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.